Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern. Und jetzt zum 100. Mal. Schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Heute ist Jubiläum, die 100. Folge auf diesem Kanal. 100 Mal Dorper Schaf im Westerwald. Dö, 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 dö. Und ich finde, das ist doch einen Push wert. Und zur 100. Folge habe ich mir auch mal einen neuen Hut gegönnt. Ganz am Anfang bin ich ja ein klein wenig und auch zu Recht dafür kritisiert worden, dass ich einen Patschhut mir irgendwie besorgt habe und dann auch noch selber so ein bisschen umgeformt hatte. Und das hat sich dann hiermit geändert. Hiermit habe ich einen richtigen, originalen, schönen Hut. Ich hoffe, der kommt auch gut an. Den habe ich mir in Mayen auf dem Lukasmarkt an dem Schaftag gekauft. Und da habe ich auch jemanden getroffen, der mich kannte und ich den nicht, über diese Videos dann halt. Ein Fuchsschafzüchter aus dem Hunsrück. Schöne Grüße gehen raus. Und dann war da auch noch ein Thüringer Waldziegenzüchter, dem ich mit Adressen hoffentlich weiterhelfen konnte. Auch dahin gehen die Grüße. Und noch ein dritter Schafszüchter. Den weiß ich aber nicht mehr einzuordnen, wo der herkommt. Aber fühle dich angesprochen, sei auch gegrüßt. Und ein großes Dankeschön an alle Leute, die den Kanal verfolgen, die Videos sehen und denen ich damit ein bisschen Spaß oder angenehmen Zeitvertreib bieten kann. Ich danke euch dafür. Ja, ich weiß, ganz am Anfang hatte ich diesen Slogan, wie er sich so mittlerweile entwickelt hat. Guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern und bla bla bla. Das war am Anfang noch nicht so. Das hat sich mit der Zeit so ergeben und eingeschliffen. Und ich glaube, es kommt auch irgendwie ganz gut an. Ja, leider habe ich kein spezielles 100. Video Jubiläumsthema. Deswegen will ich euch gar nicht so lange mit meinem Gesicht langweilen, sondern zeige euch im Hintergrund die Schäfchen. Wie ihr seht, sind da große und kleine, jung und alt. Da kann ich ein paar Sätze zu fallen lassen, also nicht auf den Boden, sondern aus dem Mund fallen lassen. Wie sagte Heinz Erhard einst, es ist leichter, den Mund zu halten als eine Rede, aber lassen wir das, Genossen. Ach nee, falsch war das, falsch. Genossen, wir doch selten so einen schönen Tag wie heute. Genau. Ja, ich will aber nicht so viel wackeln mit der Kamera. Ich zeige euch dann jetzt die Schäfchen, kann dazu ein paar Sätze sagen und auch so ein bisschen erklären, wie es zu dem YouTube-Kanal überhaupt kam. Viel Spaß beim weiteren Zusehen. Hier ein kleiner Blick über die Höhen des Westerwaldes in der Groppacher Schweiz, wobei die Ortschaft Groppach ja von hier aus gesehen noch einige Kilometer entfernt ist. Und hier dann die Schäfchen. Wir haben die Gruppen wieder zusammengeführt. Die knapp Jährlingsmädchen und die Muttis geworden sind, beziehungsweise noch werden sollen, haben wir wieder zusammengeführt zu einer Herde. Die hatten wir ja getrennt gehabt, wie man vielleicht auf den letzten Videos, ach Gott, jetzt springen die noch dahin, sehen konnte. Wollte ich gerade mal filmen, wie das Kleine am Nuckeln ist. Ja, das ist übrigens auch ein junges, 3 Wochen alt, ein Bocklamm. Der ist schon seit einigen Tagen, seit einer Woche schon, volle Kanne am Gras auch fressen. Der ist eine Woche jünger, aber Hittert hier ist doch ein Kerlchen, ne? Ich gehe mal in die Knie. Dahinter, das als letztes, das ist ein Mädchen. Ja, hier sind alle glücklich und vital. Top Gras, ein Dank an den Bekannten, dass wir hier auf die Weide dürfen. Und jetzt muss ich mich gerade mal umschauen. Hier vorne sind die alle durcheinander gelaufen. Wieso machen die sowas? Hier sind zum Beispiel da, da und da junge Mädchen, die rote Ohrmarken, zusätzlich rote Ohrmarken haben. Wie hier die zwei sind zugekauft. Die sind jetzt, glaube ich, 10 Monate alt. Und die anderen, wie dieses hier, ist aus unserer Zucht. Ich glaube, das ist 8 Monate. Also so 8, 9, 10 Monate sind die. Das auch. Ich glaube, die sind ganz gut entwickelt. Sie hat leider ziemlich viel Wolle behalten. Ist ja auch die Tochter von der kleinen Wolli. Ja, ich schaue mich mal so um. Aber das hier sind welche, die drei aus unserer Zucht.
die jetzt circa 8 Monate alt sind. Das ist ein erwachsenes Schaf, die ist Mutti geworden. Das ist ein Lamm von uns, auch 8 Monate alt. Das ist ein kleiner. Und das sind 2 Schwarzwälder. Grüße gehen raus. Die sind dann jetzt, glaube ich, nein, das ist ein Schwarzwälder, 11 Monate alt. Und das auch. Das auch, das ist auch ein Schwarzwälder. Das sind noch tolle Tiere, oder? Ja, warum ist es zu diesem YouTube-Kanal gekommen? Ihr wisst ja, dass ich vorher etliche Jahre Thüringer Waldziegen gezüchtet habe im Herdbuch. Und dann merkte man so nach den ersten 1, 2, 3 Jahren schon, wie war das denn mal? Wie war das denn mit dem Bock oder mit dem Muttertier? Und wie war das mit der Nachzucht? Und wann war das genau? Und da habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, das ist ein Jungschaf aus unserer Zucht. Nicht so riesig hoch. Das ist ein Schwarzwälder. Aber ich finde schöne Proportionen. Da habe ich mir Gedanken gemacht, wenn du jetzt auf Schafe umsteigst, das war im April 21, wie kriegst du das denn irgendwie dokumentiert, dass du selber mal zurückblicken kannst? Machst du Fotos, die verschwinden dann irgendwann auf irgendwelchen Festspeicherplatten. Machst du Videos, die landen auf der gleichen Stelle. Und dann weißt du die nicht mehr einzuordnen, war das Video dann oder wann oder wo oder war das davor oder danach. Und da kam ich auch dank eines guten Bekannten, dem Schachstrategen, jeder der gerne Schach spielt oder sich dafür interessiert, kann mal danach googeln, auch bei YouTube. Und der hat mir gezeigt, wie man YouTube-Videos hochlädt. Einen vielen Dank dafür an den Schachstrategen. Und da ist der Gedanke so richtig geboren worden, warum machst du nicht Videos und lädst sie bei YouTube hoch? Dann kannst du selber sehen, wie der Verlauf der Schafzucht war und kannst dein Leben lang darauf zurückblicken. Und dann war das so ein Domino-Effekt. Irgendwann dachte ich dann, die bleiben ja über mein Ableben hinweg im World Wide Web. Und dann kann ja jeder, der mich mal gekannt hat, auch immer noch nach meinem Leben auf diese Videos klicken und mich stolz Zeug labern. Ja, so war der Verlauf der Videos, des Anfangs des YouTube-Kanals. Und eigentlich dachte ich, ja, machst du mal so alle Vierteljahr mal ein Video, damit du so einen kleinen Leitfaden hast, dass es jetzt nach 2,5 Jahren 100 Folgen gegeben hat und dass ich ganz unverblümt und instinktiv, alias 1 Erhard, nach Mayen komme und mir kloppen 3 Herren auf die Schulter nacheinander im Abstand von 10 Minuten. Jeder kennt mich, aber ich kenne keinen. ja, ist ja schon, hätte ich nie mit gerechnet, dass das sowas geben könnte. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das sollte eigentlich nur für mich so ein Leitfaden für meine Schafzucht sein. Ja. Jetzt habe ich euch schon wieder viel an die Backe gelabert. Aber ich hoffe, es war nicht so langweilig, sondern eher kurzweilig. Ja, dann möchte ich euch jetzt mal noch zeigen, wie wir unseren Zuchtbock Enrico, unseren älteren Zuchtbock, der ja letztes Jahr die Deckarbeit gemacht hat, wie wir den zu den 3 jungen Mutterlämmern, Jungtieren, weiblichen Tieren bringen, die alt genug sind, um gedeckt zu werden und wirklich tolle Tiere sind, aus dem Hessischen, von einem der besten Züchter, finde ich, deutschlandweit. Ich will nicht sagen der beste Züchter, das kann ich nicht beurteilen. Und da fühlt sich dann vielleicht auch der ein oder andere auf den Schlips getreten. Das will ich nicht machen, ich will keinen treten. Aber ich finde, er gehört zumindest mit zu den besten Züchtern deutschlandweit. Und da haben wir ja auch einige weibliche junge Tiere von. Und 3 Tiere sind alt genug, um gedeckt zu werden. Und unseren letztjährigen Zuchtbock, damit er auch wieder was zu tun hat, den haben wir dann dabei getan. Und diese Bilder können wir euch dann auch jetzt noch in bewegtem Bild und Ton zeigen.
Da ist der Enrico schneller, wie er sollte, aus dem Anhänger gesprungen und hat sogar noch die Halfter an, der Dreckskerl. Ich wollte dem im Anhänger den Halfter ausziehen und zack ist er mir durch die Beine geschlüpft. Dieser Sauhund, kann ich sehen, dass ich dem irgendwie den Halfter abziehe noch. Naja, da ist er wenigstens bei seinen drei Damen. Vielleicht kriegt man den mit Halfter besser zu packen. Da wir kein Deckgeschirr mehr hatten, kein zweites, haben wir die alte, bewährte, das war ein Testsprung. Die alte, bewährte Neubrechmethode angewandt und haben mit Wachsmalstift oder so eine Art Wachsmalstift unter der Brust, vor der Brust grün markiert. Ja, wie gesagt, das war gerade nur ein Testsprung. Oh, ja, das war auch nur ein Test, obwohl da schon was rauskam. Habt ihr das gesehen? Dem ist das Halfter scheißegal. Hauptsache er ist bei den Damen. Sei ihm gegönnt. Ah, die geht aber auch direkt auf Tuchfühlung. Und er ist schon am Trippeln. Der geile Spritzer. Ui, heute ist ein schöner Tag. Drei Jungfrauen aus dem Hessischen. Eieieiei. Nur für dich, mein Junge. Na, jetzt seien wir nicht so grob. Nach den ersten sehr temperamentvollen temperamentvollen Anfangsminuten ist so ein wenig Ruhe eingekehrt, wobei jetzt gerade wieder das Schauspiel ein bisschen hektischer wurde. Ich nehme an, die müssen sich jetzt erstmal aneinander gewöhnen und der arme Enrico muss nochmal seine Geilheit koordinieren und in den Griff kriegen. Wobei Aal, er ist ja gar nicht alt, ist ja noch ein junger Springer. Ja, ich denke, alles in allem gut. Ich hätte ihm gern noch das Halfter ausgezogen, da ist er mir aber durch die Beine entwischt und aus dem Anhänger gesprungen. Ich konnte ihn nicht halten, keine Chance. Er hatte nur noch ein Ziel. Naja, wollen wir hoffen, dass er sich vergnügt. Für ihn zum Spaß und für uns, für die nächste Generation Dorpaschafe im Westerwald. Ja, dann komme ich auch endlich an den Schluss des Videos. Es fängt schon langsam an, dunkel zu werden. Und oh Gott, was habe ich eine Frisur? Ha! Ich dachte, man sieht mein Gesicht so besser. Tut man auch. Ja, dann komme ich endlich zum Schluss des Videos. Ich hoffe, die letzten Minuten waren ein wenig anschaulich und ein wenig kurzweilig und nicht zu langweilig. Und ich bedanke mich bei dem aufmerksamen Zuschauer, der bis hierhin zum Schluss geschaut hat. Und sage wie immer, gehabt euch wohl und ich wünsche euch was. Tschö.